Seid grüßt und willkommen zurück zu Let's Play Brütfell Legend. Ja, wir mit der guten, ich habe ihren Namen vergessen, im Bunde, wie es scheint. Und ja, Wall of Noise hier, oder nee, eigentlich die Wand der Schreie. Wall of Noise, Wand der Schreie, naja, egal. Ich würde immer noch gerne wissen, hier, Kabel, wie wir die Drachen befreien können. Vielleicht sollte ich... Hoppla. Das bei Zeiten. Mal googeln. Ja, also halt, wie wir die Drachen befreien. Ob wir da jetzt irgendwie einen Special Move für brauchen oder irgendeine besondere Axt noch dafür oder sowas. Dann guck mal, da oben können wir auch noch irgendwo raufgehen. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach nochmal die Gegend hier ein bisschen an. Wobei ich jetzt eigentlich nicht mehr davon ausgehe, Story nebentechnisch halt Nebenquests werden jetzt nicht so prall sein. Und wir könnten jetzt die Story straight durchziehen. Aber das wäre ja langweilig. Von daher gucken wir uns hier einfach nochmal immer ein bisschen um. Von mir hat man doch mal noch einen ganz. Achso, ah ja, da ist ja hier Killmasters Flügel-Gedingse. Dann die einfach noch mal ein bisschen durch die Gegend und ja. We're just keeping this land safe. Das können wir auch schon. Oh, komm hier. Yeah, that's better. Wir fahren mal einfach rein. Wir haben ja ups, wieder ein paar Punkte verdient. Und mal sehen. Ich denke mal gerade noch irgendwie so ein paar Dinge für ja, den Nahkampf halt werden vielleicht eh noch schlecht. Ne? The Guardian of Metal welcomes you. Danke, Mr. Osborne. Danke. Metal Noise, Blood and Fire. Tell me what you care to make your mark on. I've got a couple of moves I can show you. Feuerwerk, Schockbombe. Get a little more bang. Here's a kicky little number. Ah, Feuerkopf. Verwende AAX, um deine Gegner in Brand zu stecken. Oh, cool. Power Slide. This one's a little flashy, während but du rennst X, um einen flammenden Gitarren zerfetzenden Power Slide zu zeigen. Alles klar. Why not make them come to you? Und deinen Gegner anvisierst. Ja, nee. Und du gerade geht nicht mehr. It's like a pretty fountain that kills people. Why not make them come to you? It's like a pretty fountain that kills people. Okay, outfits, axe, maybe pain comes in many flavors. Der Axtschaft entdeckt mit jedem getöteten Gegner langsam an und sinkt dann im Laufe der Zeit wie der Rasierklinge. Very sharp. Welche Extremschaft verursacht zusätzlichen Nahkampfschaden? Ich denke, das wird besser sein als das hier. Wir nehmen erstmal nur die Rasierklingen und werden wir sehen. Keep the old gal in. Style is important. Just a little extra something deadly. These really help with tailgaters. Minenwerfer. These really help with tailgaters. These blow out the. These really help with tailgaters. Something now here's where things get interesting. Someone could really do some damage with that.
Auge der Trauer. Mach dir Kraft des Meeres der schwarzen Tränen zunutze, indem du schwarze Geschosse der Verdammnis abfeuerst. Feinde, die vom Schmutz des Meeres überzogen werden, sterben einen abgefahrenen, grauenhaften Tod. Someone could really do some damage with that. Ja, niedrige Präzision ist natürlich auch scheiße, ne? Nee, ein bisschen präziser. Care to make your mark on the world? How about some fighting scene? I've got a couple of moves I can show you. It's like a pretty fountain that kills people. Was? It's like a pretty fountain that kills Gegner people. In der Luft hält. Get a little more bang from your lightning. Sobald auf dem Boden aufschlägt, explodiert er. Rockkick. Here's a kicky little number. Um deinen Gegnern einen Rockkick in die Visage zu verpassen. Ah, fire! Nö, nö, nö. Wir nehmen mal lieber den hier. Smoke it! Und verlassen okay, die later, Guardian of Metal. Garage wieder. Wir immer noch direkt so nach Upgrades für das Auto gucken sollen, ne? So, den haben wir hier, glaube ich, noch gar nicht, ne? We're just marching around kicking ass. We're just marching around kicking ass. Ah ja, aber die gehört zu uns. Ach, hier ist die Gesichtsschmelze gewesen. Alles klar. Wie ist die Kacki? Ups. Auto weg. Jo. Cool. Die eigenen Mannen überfahren. Gar kein Thema, gar nichts los. We're just keeping this land safe. We're just marching around kicking ass. Scheiß drauf, ich würde sagen, wir holen uns unsere Mission ab und fertig. Allah, was ist das denn? Was ist das hier? Just a few more for the new girls. Hey up. So, okay. Ratsch, ratsch. Aber so viel besser ist der Nitro hier jetzt auch nicht, ne? Also überhaupt so als normale Fahrt. Zerledern wir jetzt was, Junge? Zerledern wir was? Alright, are you people ready? Yeah, for like an hour. How about you? Kann losgehen. Totally ready. Bring on the impalement. Ja, was du das First Wortes. Off, we're gonna kill that tower. Which one exactly? Überlebe die Schlucht des Fehlers. Ja, toll. Zentriere den Bildschirm auf dein Ziel und drücke LB, um dein Kommandoleuchtfeuer zu platzieren. Ja. Ja.
Oder muss das hier hin? Ja, aber genau das macht er ja nicht. Okay, ja, ist ja gut. Aber irgendwie... Right. Ach so. Man, how'd you do that? I'm not exactly sure. Ich auch nicht. Drücke rechts, um die Pumpen zu der Leuchtzelle zu schicken. Ja, okay. I've worked with some good roadies in my day, but you guys really know how to make yourselves invisible. They totally can't see you coming. Oh, yeah. Sorry. That's what I'm talking about. Bring the house down. Können wir da nicht mit draufklappen oder so? Murder on buildings. It's gonna be a cinch. Ah, unless, of course, they start mounting those fuckers on the walls. Damn! Well, maybe we can sneak past them. Together. You know, I used to be pretty stealth back in my day, too. Oh, yeah? For my schleichen? Why don't you jump up on this stack and see if you still got it? Wenn du noch zu einem Roadie ausführst, bist du für deine Feinde unsichtbar. See, I still know how to hang in the shadows of the crew. Let's blow some eardrums, man! Können wir die denn jetzt wegkratzen? No good. These things got no foundation left. Gotta find another so, way. Okay. That thing looks like it's controlling all the wall-mounted impalers. Oh, you think so? Hey, sorry. It's my first time in the Cleave, okay? Bro, I don't see what you're so worried about. Well, I mean, it's not the strength. You've totally got the strength. Thanks, bro. I got more of a problem with it. Is it proven nicht so wegkratzen? Oh. Yeah. Strength without control. That is a problem. Yeah, bro. So you got any pointers for me? So much for your Okay, time to take out the next tower. But I only want the roadies to advance right now. Everybody else hang back until they take out the tower. Oh. This never happened. Ja, was rennt Lars da auch mit rein? Ich glaube, das liegt an Lars jetzt, ne? Dass der jetzt mit krepiert ist. Dieser dumme Sausack. Time to take out the next tower. Get it together. Hey, that was mine. But I only want the roadies to advance right now. Everybody else hang back until they take out the tower. I have a good feeling. Was geht zu den Roadies? Okay, just you guys. I have something to Okay, just you guys. I want just you to move to the light, got it? Good job on that one. Ah, okay, das hätte ich vielleicht vorlesen sollen, ne? Willkommen, ihr Drecksäcke! Na gut, wir müssen ja keine... Cool.
Mehr, nee, lieber nicht, weil die sind ja eh schon fast tot. Burn! I'll run you demons through. Okay, that's the last of them. Let's hear it for the road crew! Hey, look at that banner! I think they know we're coming. Ja, ich glaube auch. Oh, let's take that down. That would break Lars's heart. And you're hoping to save that pleasure for yourself? They don't trust me. They think I'm a tear drinker. Why do they think that? Because my parents fought in the Black Tear Rebellion. It was a long time ago, but now none of them will ever really trust me. No matter how much I do for our cause. Now, I've told you, now you won't trust me either. I trust you. Until they turn you against me. Here. My dad gave me this. He said it belonged to my mother. It's the only thing I have of hers. I trust it to you. No matter what? No matter what. What treachery is this? No one shall kill Lion White this day but I. Oh, my Lars. Sprich mit Mangos, um den Angriff zu beginnen. Ja, ich guck gerade, wir spielen gerade mal eine Viertelstunde. Wenn man bedenkt, dass die anderen Folgen so fast zwischen 25 und 30 Minuten gehen. Ja, wir gehen ja auf jeden Fall mal gucken. Es wird Tag, die Musik wird kuschelig, schwuchtelig, schön. Also im Gegensatz zu der Landschaft da draußen sieht das hier ja hui aus. Is there something in my team? Können wir unseren Teufel, ja, wir können hier sogar unseren Teufel rufen. Aber ich würde dann glatt sagen, das sehen wir uns alles in der nächsten Folge an. Bleibt also dran. Bis dahin. Und tschüssi.